BMW will 6.000 Stellen abbauen und zwar ohne Kündigung. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht auf Kündigung, Beendigung und so weiter von Arbeitsverhältnissen spezialisiert. Und es gibt ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen im Luft. Bereich hatten wir schon viel berichtet von EasyJet, Airbus und Co. Ja, aber auch bei den Autos, ja, beim Autobauern, insbesondere BMW, will 6.000 Stellen abbauen und zwar ohne betriebsbedingte Kündigung. Da muss man erstmal sagen, Hut ab, wenn die das schaffen wollen in kurzer Zeit. Ja. Wie wollen die das machen? Also zum einen wollen die rentennahe Altersaustritte, so nennen die das, ja, also wer schon in die Rente bald gehen kann mit Abzügen und so weiter. Die sollen dann mit Abfindungen über ein bestimmtes Maßnahmenpaket gelockt werden. Nehmen wir erstmal diese Gruppe. Da ist wichtig, dass man sich dazu beraten lässt, bevor man eine Vereinbarung schließt. Denn man muss zum einen gucken, dass man ja möglicherweise, wenn man zwischendurch noch Arbeitslosengeld beziehen will, hier eine Sperrzeit bekommt. Man muss aufpassen, dass man keine Anrechnung des Arbeitslosengelds bekommt. Ja. Man sollte Regelungen verhandeln, dass falls man vielleicht doch noch irgendwo Arbeit findet, zumindest diese Option hat. Da gibt es interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Und man sollte vor allen Dingen aber diese Vereinbarung rechnerisch nachvollziehen können und auch inhaltlich verstehen. Da erlebe ich immer wieder, dass man dann erst, wenn sie unterschrieben haben, zu mir kommt. Dazu müssen Sie Folgendes wissen: gute, seriöse Angebote haben Zeit. Davon gehen wir mal aus, dass Ihnen der Arbeitgeber Zeit gibt. Wenn nicht, dann sollte man schon mal gar nicht unterschreiben. Wenn, dann kann man sich beraten lassen. Sie können mit mir ein kostenloses Telefonat führen, einmalig, ja, zu der Frage, macht eine Beratung Sinn? Vielleicht auch zu Einzelfragen. Und Sie können, wenn Sie Rechtsschutzversicherung haben, haben Sie auch einen Versicherungsfall. In dem Moment, wo der Arbeitgeber sagt, ich will eine Aufhebungsvereinbarung schließen, muss die Rechtsschutzversicherung, wenn Sie Arbeitsrechtsschutz haben, einspringen. Wenn Sie noch keine Rechtsschutzversicherung haben, es gibt Rechtsschutzversicherungen ohne Wartezeit, schließen halt zackig eine ab. Ja, das sind die ganze Problematik, also die Mitarbeiter, die jetzt sozusagen über so einen rentennahen Austritt geködert werden sollen. Ansonsten freiwillige Vereinbarung, Fluktuation, ja, Fluktuation, wer wird heutzutage freiwillig gehen im Moment? Das mag wieder besser werden im Moment bei Corona und so. Ich glaube nicht, zumindest die anderen Autobauer, was ich hier so mitbekomme auch, wir haben auch Mandat hier von Audi und Co. Also ich sag mal Daimler, ja, also ist jetzt nicht so, dass die nun zumindest für mich erkennbar jetzt ganz andere Probleme haben, beziehungsweise gar keine Probleme haben. Also muss man gucken, dann wollen die auch junge Leute unterstützen und auch investieren, auch in Auszubildende. Das finde ich erstmal ganz gut. Ja. Also in erster Linie will man das offensichtlich über die Älteren machen und dann über eine Reduktion der Stunden von 40 auf 38 Stunden. Und ein Teil der Mitarbeiter soll auf ein tarifliches Zusatzgeld verzichten und dafür 8 zusätzliche Urlaubstage bekommen. Ist auch eine ganz sinnvolle Regelung, wenn die denn für die Mitarbeiter okay ist und freiwillig auch gemacht wird. Auch da immer gucken, was man da unterschreibt. Es gibt Fälle, wo jetzt nicht vom BMW, ja, aber ich habe schon erlebt, dass eben neue Verträge unterschrieben wurden und da waren dann Dinge drin, die vielleicht auch nicht so gut waren und die den Arbeitnehmern gar nicht klar waren. Ja. Also bevor man da was Neues unterschreibt, auch immer erstmal im Zweifel beraten lassen, es sei denn, man hat wirklich genau verstanden, was man da tut. Ja, das sind so die Berichte im Prinzip von BMW. Konkretere Dinge haben wir da nicht. Es sind 2500 Leute wohl so im Jahr, die in Rente gehen und normalerweise 5000 Leute, die jährlich das Unternehmen verlassen. Ja, aber ob das nun die Rentner gehen vielleicht auch so in Rente, aber ob man wirklich diese Zahlen dann so hinbekommt, weil ich kann mir im Moment schlecht vorstellen, dass diese Fluktuation, die sie normalerweise haben, also 2500 ja ungefähr im Jahr dann, diese so normal haben, dass die jetzt in Corona-Zeiten auch so stark ist. Ja? Also es ist nicht ausgeschlossen, dass trotzdem ein gewisser Druck in der Belegschaft entsteht und deswegen immer
vorsichtig sein, wenn da irgendwie sich was anbahnt, rechtzeitig mal ein Gespräch suchen. Wir bieten auch bei Kündigungssachen kostenlos, unverbindlich ein erstes Telefonat mit mir an. Sie können die Sache besprechen. Auf jeden Fall müssen Sie damit rechnen, dass Arbeitgeber in solchen Situationen Gelegenheiten für eine Kündigung, sei es nun krankheitsbedingt oder vielleicht auch verhaltensbedingt, nutzen. Das heißt, besondere Vorsicht ist geboten, insbesondere wenn man zum betrieblichen Eingliederungsmanagement geladen wird, zum BEM, ja, Alarmglocken, und ansonsten auch Vorsicht bei allem, was gegen den Arbeitsvertrag verstößt. Sehr ärgerlich, da haben wir auch gerade bei BMW, haben wir jetzt auch ein Verfahren im Moment oder mehrere sogar, wo natürlich dann auch eher mal gekündigt wird, was man früher vielleicht hätte durchgehen lassen, bestimmte Sachen, die jetzt für eine Kündigung genutzt werden. Also auch da bitte Vorsicht, damit Sie nicht nachher durch so eine dumme Geschichte vielleicht noch in Schwierigkeiten geraten. Ja? Wenn jedenfalls eine Kündigung auf dem Tisch liegt, egal wie und wo, immer anrufen, kostenlos, unverbindlich, einmal mit mir reden. Wir können die Sache besprechen, auch ob wir was machen können. Und dann kann man seine Entscheidung besser treffen. Das gibt es übrigens auch, das Angebot natürlich von anderen Anwälten, muss ich immer wieder sagen. Sie müssen nicht bei mir anrufen, aber wichtig ist, dass Sie irgendwo anrufen. Ja? Rufen Sie jemanden an, der Ahnung hat, und rufen Sie auch bitte mindestens einen Fachanwalt für Arbeitsrecht an. Besser ist es, ein Fachanwalt für Arbeitsrecht, der auch auf den Kündigungsschutz spezialisiert ist, ja, der also das vornehmlich macht. Es ist nicht so wichtig, dass es der Anwalt unbedingt gerade nur um die Ecke sein muss. Ja. Viele sind nach wie vor bei Anwälten so, dass die sagen, ja, ich habe hier meinen Anwalt des Vertrauens, der vertritt unsere Familie schon seit 30 Jahren. Ja, die Welt ist komplizierter geworden. Ja. Der Wald- und Wiesenanwalt, der kann es halt nicht immer unbedingt in dem Maße wie ein Spezialist. Ohne jemand zu diskreditieren worden. Ich habe großes Respekt vor den Kollegen, die alles machen. Sehr, sehr großen Respekt. Das sind meistens sehr, sehr schlaue Leute. Ja. Ich persönlich bin schon mit meinen paar Spezialgebieten völlig überfordert, hätte ich jetzt gesagt, nicht, aber ich meine ausgelastet, kapazitär. Ja. Und Sie merken ja, wenn ich hier mal Videos mache zu Themen, mit denen ich jetzt nicht alltäglich zu tun habe, wie schnell man da wirklich auf dünnes Eis gerät. Und ich bin jemand, der sich wirklich interessiert und ständig ja quasi fortbildet und notgedrungen auch am Ball bleibt, Sachen liest. Ja, und trotzdem habe ich diese Schwierigkeiten. Und deswegen, das Spezialistentum mag von vielen als unnütz empfunden werden. Ich gehöre durchaus auch dazu, aber wir haben es. Und dadurch entsteht ein bestimmter Druck, wenn jemand keine Spezialkenntnisse hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, abonnieren Sie gerne den Kanal, indem Sie die Glocke drücken. Wenn Sie selbst betroffen sind, schreiben Sie mir, welches Unternehmen. Und wenn das einigermaßen Relevanz hat, dann mache ich, wie Sie ja sehen, auch hier zu den einzelnen Themen, auch die Unternehmen betreffend und die Stellenabbau betreffend, Videos und erkläre die Besonderheiten, zumindest soweit ich da die entsprechenden Informationen habe. Vielen Dank. Tschüss.